Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute darf ich ein richtig tolles Messer vorstellen. Das habe ich mir auch beim Richie ausgeliehen. Das habe ich an unserem Messerstammtisch bei ihm gesehen und das war wirklich das Messer, das mir am besten gefallen hat den ganzen Tag über, mit dem ich am längsten gespielt habe und von dem ich am meisten begeistert war. Ich kann es gar nicht so erklären, warum, weil es sieht ja eigentlich erstmal nach gar nicht so dramatisch aus. In der hochpreisigen Folder-Klasse gibt es ja alles Mögliche und auch die Wahnsinns-Hammergeräte. Aber das Messer hatte irgendwas, was mich von Anfang an sofort begeistert hat. Es war irgendwie diese Carbon-Griffschalen in Verbindung mit diesem Frontflipper, mit dem ich eigentlich ganz gern spiele. Und dann, wenn man es in die Hand nimmt, eine für meine Handgröße wunderbare Handlage. Also das fühlt sich einfach nur toll an. Das ist von dem Messermacher Romain Bignon. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Den hat Richie in Frankreich entdeckt, als er da unterwegs war auf der Messe. War sogar noch bei dem zu Hause und hat sich da alles angeschaut und konnte hier schon mal ein Messer vorab abstauben. Und die haben vor, da vielleicht auch noch eine extra Serie rauszubringen für Tools for Chance. Denn viele werden da sicher auch mal nach einem Clip schreien. Momentan ist das ja eher so, ne, in einer Leder-Etui in die Hosentasche. Aber der ein oder andere mag sowas vielleicht dann doch ganz gern mit Clip. Würde ich wahrscheinlich auch vorziehen. So eine Variante mit Clip, obwohl dort wahrscheinlich dieses unglaublich angenehme Handgefühl etwas leiden würde. Denn wenn du hier halt keinen dran hast und hier diese wunderbaren Carbon-Griffschalen, das ist schon ein Handschmeichler. Das ist so ein schönes, so eine Mischung von allem ein bisschen. Es ist so ein, ja, ein französisches Taschenmesser. Die haben immer so was Elegantes. Man denkt an die weltberühmten Lyols, aber gibt es ja tausend andere Modelle aus Frankreich, wie wir ja gesehen haben in unserer Regionalreise. Sie sind sehr elegant, sie sind immer auch irgendwo am Essen orientiert, ne, dass man diese Messer auch fürs Essen verwenden kann. Aber trotzdem hat dieses Messer Abmessungen und einen sehr guten Griff, eine Handlage, eine Robustheit, um das auch für alle anderen Schneidaufgaben verwenden zu können. Und ist jetzt kein Messer, das ich jetzt nur auf Küche und Essen beschränken würde. Das ist ein richtig toller Universalfolder. Super elegant. Der ist jetzt halt einhändig bedienbar, aber der Romain baut da noch andere Modelle mit Zweihandkonform. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel davon gesehen. Ich habe auch nur im Richie seine Videos gehört und gesehen. Und es gibt dann auch noch mit und ohne Clip soll es mal geben. Aber das hier ist schon ein richtig tolles Modell. Da steckt auch richtig viel Arbeit drin, denn der Romain macht alles selber und das erst seit 2 Jahren. Er kommt zwar aus der Metallbranche, das sieht man dann, oder ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man da schon Erfahrung hat in der Metallverarbeitung, aber er macht wohl erst seit 2 Jahren Taschenmesser und liefert hier schon solche Qualität ab. Kann man auch noch die anderen Modelle auf seiner Homepage anschauen, das ist schon extrem. Ich habe Taschenmesser gesehen, auch noch mit Holzgriff, und dann mit dickeren und dünneren Griffschalen. Als Stahl kommt hier Böhler N96 zum Einsatz. Und wir haben hier drunter super enge Toleranzen. Also das sieht aus, als wenn hier hauchdünne Washer drin wären. Aber nein, hier ist ein versenktes kleines Kugellager drin. Aber hier ist, das ist nicht mal ein Millimeter Luft da dazwischen. So fein sauber sitzt das hier drin und es läuft wirklich. Ne, für die Freunde der Freifahrer, ich kann das jetzt wahrscheinlich nicht einfangen vor der Kamera. Weil das jetzt, also ihr seht, das Ding fällt wunderbar. Für Freunde von Messer mit Kugellager, das Ding läuft traumhaft. Wir haben hier eine Klinglänge von 85 mm, also genau richtig für ein Everyday Carry taugliches Taschenmesser. Nicht zu groß, dass es als Wahnsinnsklopper in der Hosentasche stören würde, aber auch nicht zu klein, um damit nicht alles schneiden zu können. Wir haben eine Gesamtlänge von 203 mm, eine Klingenstärke von 3,1 mm und wir haben hier mit diesen Carbon-Griffschalen ohne Clip, so wie es hier kommt, 125 Gramm. Also eine tolle, rundum gelungene Kombination von allem. Groß genug, aber nicht zu groß, nicht zu schwer, genug Schneide, genug Griff, auch für jemanden mit großen Händen. Ich bekomme also hier 5 Finger drauf mit Handschuhgröße 8,5. Wenn jemand hier auch eine 12er Pranke hat, kriegt er die eben auch noch drauf.
elegant. Das kannst du auch noch in einem Restaurant auspacken, wenn du dir deinen Steak bestellst. Aber genauso gut kannst du das auch zum Wandern mitnehmen. Für dein Picknick, Brotzeit oder auch einen Wanderstecken schnitzen. Was auch schön ist, hier wird die Klinge nicht unnötig zugelasert, sondern er hat hier oben nur sein Logo BR. Ist irgendwie lustig. Ich habe das Messer, glaube ich, dreimal hin und her gedreht, um zu versuchen, das Logo richtig zu lesen. Aber das B ist so und das R ist auf dem Kopf. Also egal, worum es hält, man kann immer ein bisschen was davon lesen. Dann natürlich halt für Romain Bignon. Und das war's auch schon. Keine Seriennummern, Stahlbezeichnungen oder sonst irgendwas. Das ist richtig cool. Diese Oberfläche von der Klinge, die ist ein bisschen ungewöhnlich. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Also sie ist super glatt, aber drunter haben wir trotzdem irgendwie noch so eine ganz feine... Ja, es sieht irgendwie aus wie über irgendwie so ein ganz feines... Stonewash ist es nicht mal, irgendwie so vielleicht perlgestrahlt und dann drüber poliert. Das sieht so richtig cool aus. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfangen kann, dieses Muster unter der Politur. Also irgendwie muss vor dem Polieren diese Klingenoberfläche noch irgendwie bearbeitet worden sein. Da fehlen mir die Kenntnisse darüber. Aber wunderschöne Klinge. Der Gesamteindruck finde ich einfach absolut gelungen. Die Handlage, das Chimping hier drauf, die Bedienung auch hier. Wir haben hier so noch eine kleine Aussparung im Griff, um den Liner-Lock zu entriegeln. Der sitzt hier auch sauber drauf, verriegelt mit 50%, obwohl es alles sehr dünn ist. Selbst wenn er noch ein bisschen nachrutscht, sitzt er dann mal mit den ganzen, was werden das bloß sein, 1,5 mm. Immer noch nicht hinter der Klingenwurzel. Sehr schön aufgeräumt. Hier hinten noch so ein kleiner Backspacer drin. Sauber angepasst, alles sauber runtergeschliffen. Kein Lanyard Hole, bloß nicht. Würde diese schöne Griffschale hier nur unnötig stören. Man kommt hier auch erst an die Klingenachse, wenn man den Griff abnimmt. Dafür hat man hier eben drei schöne kleine auf Linie gebrachte dezente Schrauben, ohne dass man jetzt hier nochmal außerhalb der Symmetrie dieser Linie nochmal eine fette Klingenachse hätte. Die kann man mit Sicherheit auch nachjustieren, wenn man die Griffschalen abnimmt, aber so hat man natürlich ein wahnsinnig schönes Bild. Und das Messer hat mich wirklich da an dem Messerwochenende wieder extrem begeistert und ich habe, ich glaube, von dem ganzen Nachmittag bestimmt eine Stunde nur mit diesem Taschenmesser gespielt und habe es mir ganz genau angeschaut. Und als mir Richie angeboten hat, es einfach mal auszuleihen bis zum nächsten Treffen, war ich da natürlich Feuer und Flamme. Und das ist wirklich ein extrem toller Folder und ich bin mir ziemlich sicher, dass der junge Messermacher da auch noch eine gute Karriere in dieser Branche vor sich hat. Wenn der jetzt nach 2 Jahren schon solche Qualität abliefert, da will ich nicht wissen, was der mal in 10 Jahren herstellt. Ja. Toll gerundet. Die Verarbeitung ist wirklich super. Ja, und ich kann es immer noch nicht so richtig erklären, aber es ist ein Handschmeichler. Du nimmst das Taschenmesser in die Hand und egal, ob du das jetzt so öffnest oder ich flippe das gern so. Und wenn du den in die Hand nimmst, dann merkst du sofort, boah, das ist aber angenehm. Liegt vielleicht auch darum noch hier, das Ende geht hier so ein bisschen hoch, passt sich dann gut an die Hand an, verleiht dir einen guten Grip, eine tolle Kontrolle. Das ist einfach, ja, ein Handschmeichler. Und wie am Anfang schon erwähnt, wird vielleicht auch mal Modelle mit Clip geben, aber das wäre hier wirklich... Ich bin ein Clip-Fan und ich würde mit Sicherheit in 9 von 10 Fällen immer zum Clip greifen. Hier würde es auch hinpassen, sage ich mal rein optisch, wenn das ein schön gestalteter Clip hier ist. Ein Lajol mit Clip, das ist ein No-Go. Das geht schon gar nicht aus der Historie und vom Design her. Hier würde es hinpassen. Schöner Clip, muss ja nicht riesig sein. Aber ich... Da bin ich mir sogar nicht mal sicher, ob ich da eins mit Clip nehmen würde, denn diese unglaubliche Handlage würde da natürlich etwas drunter leiden mit einem Clip.
Darum ist hier vielleicht sogar, das wäre dann der eine Fall von den 10, wo ich sagen würde, ab in so ein Lederetui und damit in die Hosentasche. Und wunderbar bei Bedarf dieses tolle französische Taschenmesser ohne Clip zu verwenden. Also das ist wirklich Sahnestück. Hat mir super gut gefallen. Auch das Carbon. Obwohl ich sonst so Carbon-Griffe noch nicht so, also so verrückt danach bin, aber das fühlt sich super toll an und das Lichtspiel da drin ist auch ein ganz tolles Carbon-Material. Da gibt es natürlich auch extreme Unterschiede. Das müsste man aber auch einfach vielleicht noch in verschiedenen Hölzern mal sehen. Je nachdem, wie sich das so mit Holz macht. Mediterran mit Olive bestimmt toll. Oder einem dunkelbraunen Walnuss. Oder einem rötlichen Cocobolo. Mit Holz hat man da ja natürlich extreme Möglichkeiten. Könnte man aber auch, das Design gibt viel her, das könnte man genauso gut, aber auch taktisch mit einem G10 und einem Clip anbieten. Würde mit Sicherheit auch Abnehmer finden. Obwohl hier mit dem Carbon oder einem schönen Holz ein super tolles Taschenmesser ist. Mit Carbon kommt es ein bisschen moderner daher, wie jetzt mit einem Holzgriff. Schön. Einfach nur schön. Optisch schön und haptisch ein Traum von Taschenmesser. Dann machen wir schnell wie immer unser Victorinox dazu. Also eine Pioneer-Größe. Er baut auch Fixblades. Aber hier, ich glaube, dieses Taschenmessermodell, damit hat er echt einen tollen Wurf gelandet. Ich weiß nicht mal, wie das Modell heißt. Der Romain Bignon Fulder. Egal. Das Modell, das Design spricht für sich. Das braucht keinen Namen. Das ist einfach nur ein toller Folder. Okay, Leute. Das war's hier mal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von dem Messermacher früher oder später noch hören und sehen. Denn das ist einfach ein gelungener Entwurf. Okay, ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Richie, dir danke fürs Ausleihen. Kriegst du bald wieder oder auch nicht. Genau, was war ein Messer eigentlich? Du hast mir nur eine leere Hülle mitgebracht. Ich gebe dir die dann zurück. Wir machen dann so. Das ist dann wieder für dich. Nee, Spaß, ne? Ein toller Folder. Danke fürs Reinsippen, bewerten, kommentieren. Schreibt doch mal drunter, was ihr von diesem schönen Modell haltet. Was für ein Griffmaterial würdet ihr bevorzugen und würdet ihr es mit Clip oder ohne Clip in ein Ledertäschchen? Ich denke, der Entwurf gibt wirklich alles her. Da könntest du sogar noch Hirschhorn drauf spaxen. Das wird wahrscheinlich auch noch gut aussehen. Okay, Leute, jetzt aber Feierabend. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hibbeli, macht's gut und ich spiele jetzt noch ein bisschen mit dem Taschenmesser, beziehungsweise jetzt gibt's gleich Abendessen. Da werden wir natürlich mal den Franzosen dafür verwenden. Ach, das macht einfach Spaß. Okay, ciao Leute, bye, euer Hibbeli, macht's gut, bleibt gesund und immer schön Taschenmesserchen einstecken. Ciao.